Folge 41, das Mimigolfspiel. Na, was gibt es Neues aus der Stadt? Ja genau, erzähl mal, Holger. Es gibt super Neuigkeiten, auch etwas für die Ferienkinder. Aha, für die Ferienkinder? Also, der Graf veranstaltet ein Golfturnier für die adligen Leute auf der Schlosswiese. Oh, ein Golfturnier? Das ist ja langweilig. Was soll das denn mit den Ferienkindern zu tun haben? Ja, Moment. Und jetzt kommt ja erst das Beste. Neben der Schlosswiese ist ja die Wiese, wo wir letztens gepicknickt hatten. Ja, genau. Da, wo wir nicht mehr picknicken wollten, wegen der ganzen Missgeschicke, das war lustig. Richtig. Und auf der Wiese nebenan soll ein Minigolfplatz für alle Grafenkinder hergerichtet werden, damit die erwachsenen Grafen und Gräfinnen ungestört ihr Turnier abhalten können. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber was hat das jetzt mit den Ferienkindern zu tun? Also, pass auf, Mutti. Alex muss seinem Vater ja beim Erwachsenenturnier helfen. Deswegen hat der Graf mich dazu engagiert, die Minigolfwiese zu organisieren und zu leiten. Da ich ja dann zu Hause ausfalle, hat er gesagt, dass die Ferienkinder herzlich willkommen sind und teilnehmen dürfen. Er meinte, so würden ja auch viel mehr Kinder da sein und alle hätten viel mehr Spaß. Wow, toll! Minigolf ist bestimmt viel spaßiger als Golf. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Minigolf gespielt. Das wird wirklich ein tolles Abenteuer. Das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Und wann fangen die Vorbereitungen an? In 2 Tagen geht das Ganze los. Ich kann morgen gleich anfangen. Der Graf meinte, er stellt mir die nötigen Mittel zur Verfügung. Ich soll nur sagen, was ich brauche. Das werde ich heute schon alles planen und vorbereiten. Das hört sich ja gut an. Den Ferienkindern macht die Sache bestimmt auch ganz viel Spaß. Vielleicht baue ich gleich 2 Bahnen. Wir brauchen noch ein paar Schläger und das Wichtigste, die Bälle. Die Kinder müssen sich eben abwechseln, aber ich glaube, das ist nicht so tragisch. Eine Punkteliste darf nicht fehlen und man kann doch irgendwie eine kleine Überraschung für den Gewinner organisieren. Bibi und Tina kümmern sich bestimmt gern um den Gewinnerpreis. Herein, die Tür ist offen. Ach, Frau Kolumna, Sie sind es. Ja, genau. Ich soll eine Reportage über das gräfliche Golfturnier schreiben. Vielleicht finde ich aber auch noch irgendeine andere Story. Sie wissen ja, dafür bin ich immer zu haben. Ja, natürlich. So eine Zeitung schreibt sich ja schließlich nicht von alleine. Ja, ich wollte Sie fragen, ob Sie noch ein Gästebett für mich frei haben, damit ich die 3 Tage, die ich hier bin, irgendwo unterkommen kann, nicht wahr? Da müssen wir mal schauen, ob da noch etwas frei ist. Zur Not kann ich ja auch bei den Pferden im Stall schlafen. Aber nein, das muss wirklich nicht sein. Ich glaube, wir haben da noch etwas für Sie. Oh, vielen Dank, Frau Martin. Mutti, darf ich das jetzt mit dem Golf den Ferienkindern erzählen? Ja, na klar, Tina. Sag's ihnen. Sie sind da hinten, gerade fertig mit der Reitstunde. Hört mal bitte alle kurz zu. Ich möchte euch etwas erzählen. Oh, etwas erzählen? Was denn? Na sag schon, Tina. Ja, ist ja schon gut. Also, morgen passiert etwas ganz Tolles. Und zwar hat der Graf die Idee gehabt, ein Minigolfspiel für die Kinder zu veranstalten. Holger ist bereits auf der Wiese, wo es stattfinden wird, und trifft alle Vorbereitungen. Das hört sich ja toll an. Die Katzengeburt war letztens schon so aufregend. Reiten kann ich jetzt auch schon und jetzt Minigolf. Das sind die besten Ferien, die ich je hatte. Oh, wie entzückend ihr da alles steht, Kinderchen. Da muss ich gleich ein paar Fotos machen. Ich darf doch, oder? Na klar, Frau Kolumna. Sie sind ja hier für Ihre Reportagen. Okay, ich muss dann beim gräflichen Golf noch ein paar Fotos schießen. Nachher komme ich noch zu euch. Eigentlich kann ich ja gleich 2 Reportagen machen. Einmal beim Golf für die Adligen und einmal Kinder beim Minigolf. Das wird eine tolle Story. Viel Spaß bei Ihrer Fototour. Bis nachher. Wow, das hat Holger aber gut aufgebaut. Oh, das macht bestimmt gleich richtig viel Spaß, da Minigolf zu spielen. Ich freue mich schon.
So, schaut mal zu. Ich zeige euch, wie ich die Bahn geplant habe und erkläre euch, wofür man welche Punkte bekommt oder halt keine. Also, ihr nehmt euch hier einen Schläger raus und immer nur einer, damit er seine Strecke in Ruhe beenden kann. Erst schießt ihr den Ball durch die alte Regenrinne. Dann wird der Ball im Slalom um die Fähnchen geführt. Zum Schluss schießt ihr den Ball bis nach oben, versucht ihn in das Loch mit 15 Punkten zu schießen, okay? Ich stehe hier und schreibe die Punkte auf. Komm, Paul, du bist als Erster dran. Das macht richtig Spaß. Sehr gut, und jetzt den Ball um die Fähnchen rum. Ja, mach ich. Das war ein super Schuss, Ella. Du hast alle möglichen Punkte erzielt. Dankeschön, das war echt gut. Oh, schade, den Slalom habe ich nicht richtig hinbekommen. Egal, mach einfach weiter. Oh, wie professionell. So, da bin ich wieder. Hier sieht es ja viel aufregender aus als da drüben. Ja, ich habe es gleich beim ersten Schuss ins Loch geschafft. Die erste Bahn hat jetzt jeder einmal gespielt und ich habe alle Punkte aufgeschrieben. Jetzt bei der zweiten Bahn versucht ihr noch so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Hinterher zähle ich alle zusammen und sage euch, wer gewonnen hat. Der Gewinner bekommt eine kleine Überraschung, die Bibi und Tina vorbereitet haben. Oh, wir müssen uns richtig anstrengen. Aber eigentlich würde ich die Überraschung jedem gönnen. Alle haben sehr gut mitgemacht. Oh, wie niedlich. Alle Kinderchen machen so gut mit. Hier seht ihr jetzt die zweite, etwas schwierigere Bahn. Sie beginnt hier, dort müsst ihr den Ball runterschießen. Das habt ihr wirklich alle sehr gut gemacht. Ich habe die Punkte jetzt zusammengezählt und gewonnen hat Lara. Oh, danke Baby und Tina. Ein Golfschläger und ein Ball. Gern geschehen, das hast du dir wohl verdient. Und jetzt gibt es für alle noch ein Eis. Gelati, Gelati, Gelati. Lecker. Jetzt kommt die Outtakes. Eigentlich kommen ja jetzt immer die Outtakes. Heute haben wir aber mal alles richtig gemacht. Deshalb gibt es heute keine. Folge. Folge. 41. 41. 41. 41. Das Minigolfspiel. Das Minigolfspiel. Das Minigolfspiel. Das Minigolfspiel. Minigolf. Minigolf. Minigolfspiel. Minigolfspiel. Dankeschön.